Hallo meine Lieben, ich bin dann mal mit einem ganz anderen Video und zwar habe ich ein kleines Tutorial für euch. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man Schüttelanhänger macht. Habe mir dafür jetzt mal zwei Molds rausgesucht, viel mehr habe ich davon auch gar nicht. Ich mache einmal hier diese Uhr, diese Sanduhr, lege ich mir schon mal hier rauf und einmal dieses Fläschchen. Ich habe bis jetzt auch eigentlich nur einen von diesen Anhängern mal gemacht. Aber ja, da ich gefragt wurde, möchte ich das eben gerne zeigen. Vielleicht interessiert es auch noch ein paar andere Leute. Ich habe mir mein Harz schon angerührt. Das kennt ja jeder, denke ich mal, ganz normal angerührt, mit UV-Stabilisator reingemacht. Und ja, ich gieße das natürlich in Klar erstmal komplett. Ich lege mir das jetzt extra hier rauf, damit ich das nachher nicht mehr wegtransportieren muss. Dass das so liegen bleiben kann und ich das irgendwo anders eben hinpacken kann. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das Licht ist auch in Ordnung. Ja, eigentlich zum Anfang gieße ich erstmal nur die Molds voll. Bis oben hin. Mehr mache ich eigentlich gar nicht. So. Gucken natürlich wegen Blasen und so. Ist immer nicht schön, wenn da eine Blase bleibt. Ich lasse das ein bisschen laufen. Hier diesen kleinen, den braucht ihr auf jeden Fall auch. Den mache ich natürlich mit meinem Stab. So. Darauf achten, dass das auf jeden Fall immer bis nach oben geht. Dass der voll ist. Dass das alles die gleiche Höhe hat. Das ist nachher ganz wichtig. So, ich gucke mal gerade wegen Blasen. So. Rausbrennen tue ich nachher gleich noch. Dann mache ich hier das Teil. Das ist natürlich das andere Teil, was oben rauf kommt. Braucht ihr natürlich alles. So, das lassen wir laufen. Ich denke, das reicht auch. So wie ich das sehe. Blasen sind keine. Gudi. Packe ich das mal schon ein bisschen hoch. Das ist jetzt wirklich erstmal nur ganz kurz, dass ich euch kurz zeige, ja, wie man reingießt, weil ich nichts auslassen möchte unbedingt. Eigentlich wisst ihr ja, wie es geht. Solltet ihr zumindest. Und dann werde ich euch natürlich nachher weiterhin mitnehmen, wenn ich die Anhänger komplett fertig mache. Wie das denn zusammengeht und so weiter. Aber ich muss gleich sagen, also ich benutze dafür hauptsächlich UV-Harz zum innen drin machen und so. Weil ich finde, das geht einfacher. Man kann es aber auch alles mit Epoxidharz machen. Also man muss nicht unbedingt UV-Harz haben. Es dauert nur alles länger. Die gieße ich zum Beispiel aus dem ersten Mal jetzt. Das ist für mich auch ganz neu. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was erkennen, aber ich denke schon. Immer dafür sorgen, dass alles voll ist, bis oben hin, wie gesagt. Ich glaube, mein Schreibtisch ist ein bisschen schief. Könnte gerade gut sein, da ist noch eine Blase. So, dann mache ich mir den auch. Die braucht ihr auf jeden Fall immer zum Zukleben nachher. Die sind hauptsächlich gedacht, wenn ihr Flüssigkeit mit reinmachen wollt, dann ist das mit am einfachsten. Ich klebe die zum Beispiel gleich mit auf, weil ich mache keine Flüssigkeit rein. Ich mache die eben als Schüttelanhänger direkt, nicht als so ja, mit Wasser drin. So, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. So, dann gieße ich die letzte voll.
Mein Herz reicht sogar noch für ein paar andere Sachen. Die werde ich aber dann ohne euch machen. Ich wollte euch eben nur ganz gerne zeigen, wie man so einen Schüttelanhänger macht. Ich möchte auch nicht, dass das Video insgesamt nachher zu lang wird. Wenn ihr mehr von sowas sehen möchtet, könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Ich habe schon überlegt, dass ich viel so UV-Harz-Tutorials gerne zeigen möchte. So ein paar Sachen. Ja, das ist jetzt erstmal gefüllt. Harz kann ich wegstellen. Dann habe ich meinen Feuerstab. Ich merke schon, da sind noch ein paar Blasen, die noch nicht oben sind. Die müssen wir noch hochholen, damit man die wegbrennen kann. Das sieht man so mit dem Feuer jetzt ganz gut. Ja, eigentlich war es das auch erstmal schon. Also wie gesagt, wenn die ausgetrocknet sind, ich lasse sie jetzt natürlich erstmal einen Tag liegen. Also wirklich auch einen Tag vorher werde ich die gar nicht rausholen. Weil ich das nicht unbedingt möchte, dass sie so biegen oder so. Es ist denn nicht so schön, wenn die nachher biegen. So. Sorry, wenn ich immer ein bisschen gegen das Stativ komme, aber das passiert hier, weil das alles so dicht ist. Aber ich denke, das geht schon. Na? So. Nochmal die letzten. Ja, da stört mich immer noch was. Da muss man auch wirklich drauf achten bei dem Harz, sonst ist es nachher wirklich drin. Ich habe auch gemerkt, ich habe ja auch diesen... Wie heißt der für Blasen entfernen von Bredermann? Komme ich jetzt gar nicht drauf. Jedenfalls nutze ich den nicht mehr, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das Harz dadurch matt wird, also so nicht mehr durchsichtig. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das schlecht erklären. Das habe ich schon öfter gehabt. Das sieht dann ganz komisch aus. So milchig. Ich weiß nicht, ob das ans nicht richtig vermischen liegt. Ich habe das jetzt schon öfter gehabt. Nicht immer, komischerweise. Aber ich nutze das wirklich nicht mehr. Also nein, ist mir nichts mehr. Dann mache ich das lieber so. Und achte da besonders eben drauf. Und das geht dann auch. Und ja. Und wie gesagt, dann sehen wir uns wieder, wenn die Teile getrocknet sind und ich meine Sachen alles zusammengesucht habe. Und dann zeige ich euch, ja, wie man Schüttelanhänger macht damit. Okay, dann bis dann. So, meine Lieben, ich bin wieder da mit dem Tutorial. Es ist mittlerweile wirklich sehr viel Zeit vergangen. Ich kam nicht dazu, das Video weiterzumachen. Es sind schon 2 Wochen oder so her. Ich habe aber nichts angefangen. Also, ja. Ich möchte in den Teilen, ich möchte jetzt einen Hintergrund machen. Den Hintergrund mache ich hier rein, in der Fläche, direkt. Also zumindest bei dem mache ich einen Hintergrund. Doch, bei beiden mache ich, glaube ich, einen Hintergrund. Das mache ich aber alles mit UV-Harz. Ihr könnt das aber zum Beispiel auch mit Epoxidharz machen. Das ist aber, finde ich persönlich, ein bisschen umständlicher. Es ist einfach mit UV-Harz einfacher, finde ich. Ja, ich habe mir Sticker rausgesucht. Ich nehme für die Sanduhr will ich Alice benutzen, die Alice-Sticker. Die finde ich echt schön. Ich hoffe auch, das Licht und so ist halbwegs okay, dass ihr was sehen tut und so. Und für die Buddel hier möchte ich hier so ein Einhorn nehmen, mit so Federn und einem Mond. Habe ich mir so überlegt. Ja, ich bin gerade noch nicht sicher, was für einen Hintergrund ich hier rein mache. Weil es sollte... ein nicht zu dunkler sein, aber auch nicht zu hell. Ja, bin ich gerade echt noch am Überlegen. Ich mache erstmal die andere,
Und zwar würde ich hier, oder allgemein würde ich jetzt mal beide. Ich habe auch meine kleine Lampe, die nicht ganz so gut funktioniert. Die. Nee, wollte gerade sagen, dass sie an. Nee. Und mein UV-Harz, das kippe ich immer hier in diese Flasche rein. Ich benutze immer das von AliExpress oder habe ich jetzt auch bei Banggood bestellt, weil das da günstiger war. Diese großen Flaschen. Also ich finde die persönlich echt gut. So. Ich mache da jetzt zum Beispiel. Es ist eigentlich nicht schwer, also finde ich persönlich. Ich mache jetzt hier jeweils einen kleinen Mini-Tropfen drauf. So. So, dass es einfach nur an der Wand klebt. Dann mache ich hier unten ein kleines bisschen hin. So. Und das setze ich jetzt einfach da ein. Und wenn das richtig liegen tut, so wie ich das gerne haben möchte, drücke ich es noch ein bisschen fest. Weil das ist wirklich nicht schwer. Dann nehmt ihr euch erstmal eure kleine Taschenlampe und ja. Macht es schon mal ein bisschen fest. Das Gute ist ja jetzt, dass es zum Beispiel auch transparent ist. Bei opaker Farbe oder so geht das Licht nicht durch. Das müsst ihr auch bedenken, wenn ihr das in anderen Farben gießt oder so. Weil ich möchte jetzt zum Beispiel keine Flüssigkeit reinmachen, weil die Dinger sind jetzt hauptsächlich gedacht für Flüssigkeiten. Dass ihr sowas im Nachhinein eben reinmachen könnt. So, das reicht. Das gleiche mache ich jetzt auch bei dem anderen Teil, bei der Buddel. Andersrum. Wie gesagt, es ist wirklich einfach. Aber ich wurde eben gefragt, ob ich so ein kleines Tutorial mal machen kann und. Wenn dieses Tutorial ankommt, möchte ich definitiv auch mehr UV-Harz-Tutorials machen. Ich habe da so ein bisschen Lust zu bekommen. Ich bin im Moment auch wirklich sehr doll wieder am Harzen. Also ja, beides. Epoxid wie UV. Ich benutze auch meine Airbrush-Pistole mittlerweile sehr viel und mache damit Anhänge. Übe aber noch. Ich werde aber auch die ersten Anhänger davon bald mit in den Shop stellen, aber ich werde euch das im nächsten Craft-Update zeigen. So, das ist auch okay. Machen wir auch das Licht an und lassen es einmal trocknen. Danach mache ich die beide einmal in die UV-Lampe, also 36 Watt, damit die richtig durchhärten tun. 4 Minuten mache ich die rein. Ich habe immer so meine Standardzeit 4 Minuten. Ich mache auch bei Oberflächen, also bei jetzt zum Beispiel so einer Oberfläche, wo ich das oben dom tue, mache ich gute 12 Minuten, bis das wirklich nicht mehr gitschen tut auch und so weiter. Also durchaus eben auch mal ein bisschen länger. Es ist manchmal auch okay nach 8 Minuten, aber 8 Minuten ist eigentlich so ein Minimum, was ich immer machen tue. Dann merke ich, ist immer das Ergebnis mit am besten. Vorher klebt es immer noch ein bisschen. Ein bisschen klebt das UV-Harz sowieso immer. Es gitscht eben so ein bisschen. Es ist nicht diese Oberfläche wie jetzt das normale Epoxidharz, ne? Also man merkt das so ein bisschen. Aber es ist eben UV. So. Wie gesagt, das mache ich jetzt einmal in die Lampe. So, denn deshalb können wir Farben anrühren, würde ich sagen. Ich nehme da immer gerne so Butterbrotpapier oder sowas zum Farben anrühren. So, stellen wir da mal was drauf. Ich möchte gerne in
dem Teil hier so bunte Farben reinmachen. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich möchte nämlich diese Alice mit reinnehmen und die Karten. Was für Farben ich da gerade nehme, so im Hintergrund. Es soll ja eine Sanduhr darstellen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die doch transparent lasse, dass ich eben nur die Oberfläche gestalten tue. Weil ich wollte gerne diese kleinen Mini-Perlen da reinmachen. Das sind so irisierende kleine Mini-Perlen. Die wollte ich so als Sand sozusagen da rein tun. Damit das eben hin und her schickert. Ja, also ich würde sagen, ich lasse das transparent. Aber normalerweise macht man eben da was rein. Man kann was reinmachen, man muss es nicht. So, und hier bin ich jetzt am Überlegen. Da mache ich was Helles rein. Weil die sieht man sonst nämlich nachher nur schlecht. Ich persönlich würde sagen, dass wir da ein wirklich helles Blau machen. Ja, ich glaube, das ist ganz geil. Also ein helles Blau mit ein bisschen Weiß. Und zwar habe ich hier meine Farben. Das sind hauptsächlich für UV-Harz gedacht, aber ich benutze die auch für das Epoxidharz. Also kann man alles locker verwenden dafür. Blau wollte ich. Nehmen wir das. Muss ich eben sehr wenig benutzen. Und ich möchte gerne meinen Perlmutt Weiß haben. Das. Dann mache ich hier Tröpfchen rauf. Also einen relativ großen, weil die Fläche ist ja relativ viel. Weil das Blau brauchen wir hauptsächlich. Sollte dann schon ein bisschen was werden. So, das sollte reichen. Und einen Tropfen Weiß, weil ich will so ein bisschen den Himmel damit gestalten, nachgestalten. Ich weiß noch nicht, ob ich das so hinkriege, weil ich das auch noch nicht wirklich gemacht habe. Aber ja, die Pigmente müssen immer gut geschüttelt werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil sonst, das setzt sich hier unten eben immer sehr kräftig ab. Und das muss immer gut geschüttelt werden vorher. So. Und dann mache ich hier zwei Tröpfchen rauf. Bei dem genau das gleiche. Und das lasse ich jetzt nicht perlmuttmäßig, weil das ziehe ich dann nachher so ein bisschen so rein mit dem Weiß. Das lasse ich eben transparent. So, hier mache ich auch wirklich erstmal zumindest nur ein Tröpfchen. Erstmal gucken, wie das wird. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, aber eigentlich schon. Ja, ein Tropfen reicht auch, auf jeden Fall. Das ist schon bald zu dunkel. Zumindest. Ja, nee, eigentlich geht das. Weil man macht ja die Sticker nicht da rein, man macht sie oben drauf. Also zumindest mache ich das so, es kann auch jeder anders machen, aber ich finde das so eigentlich am besten. Also ich mache die Sticker nachher oben auf die Oberfläche. Und den Hintergrund mache ich eben immer innen. Und dann kommt das Schickerzeug rein, bevor ich mir noch nicht sicher bin, was ich jetzt hier rein mache. Bin ich wirklich gerade noch am Überlegen. Da muss ich nachher sonst mal Pause machen. Und dann suche ich mir da mal was. Brauche ich mal ein Feuchttuch. So. Immer schön sauber machen. Und dann mischen wir das auch. Das ist ja auch nicht schwer. So. Das reicht mir so. Jetzt hole ich mal die Dinger raus. So, wie gesagt, den lasse ich so, denke ich. Also den klebe ich nachher nur auf. Befülle den natürlich vorher.
Und dann, ja, wir machen nachher erstmal noch die Oberfläche. Ich weiß nicht genau, ob ich die Oberfläche erst mache, wenn ich es aufgeklebt habe. Bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Ups. Jo, gut, dass man Feuchttücher hat. Noch geht ja alles ab, solange es nicht hart ist. So. Bloß schnell wegpacken. Jetzt füllen wir erstmal das Teil. Und zwar nehme ich erstmal Blau. Und fülle das jetzt hier so rein. Kann auch sein, dass ich es ein bisschen schneller mache, videomäßig. Ich hoffe, ihr seht überhaupt genug, aber ich denke schon. So, jetzt habe ich das erstmal so reingemacht. Jetzt versuche ich da so ja, Wölkchen reinzuziehen, so ein bisschen. Zumindest soll es so ein bisschen so aussehen. So. Dann würde ich jetzt gerne oben hier, wo noch was frei ist, das auch gerne noch mit dem Weiß auffüllen. Dass es so ein bisschen hier anders aussieht. So, ich fülle noch ein bisschen das Blau auf, weil ich da noch ein bisschen was von über habe. So, ja, genau. Ich würde jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Glitzer drauf tun. Ich habe hier so einen Sprüher. Weil es soll ja so ein bisschen Fantasy-mäßig auch werden. Ja, und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Glitzer draufgetan. Ich hoffe, man sieht das. Das lasse ich jetzt noch kurz liegen, damit sich das noch gerade sieht. Und dann härte ich das erstmal einmal. Anhärten und dann auch unter die UV-Lampe. Das wisst ihr ja eigentlich auch, wie das geht, weil das kann ich dann nämlich rausschneiden. Weil dann suche ich mir nämlich gleich erstmal was ich da jetzt reinmachen tue. Und dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. So, das andere Teil, das ist immer noch am Aushärten. Aber ich wollte gerne mit diesem Teil weitermachen. Und zwar möchte ich da wirklich diese Teile reinmachen.
Also ich werde das jetzt erst befüllen, dann werde ich es aufkleben, alles wieder aushärten und dann ganz zum Schluss die Oberfläche machen. So. Mal kurz gucken, ob das reicht und ob das auch durchgeht. Hat das funktioniert? Und ich würde auch sagen, dass es reicht. Also mehr sollte nicht drin sein. Sonst schickert das nachher nicht mehr genug. Jo. Und da machen wir nämlich jetzt den hier oben komplett am Rand UV-Harz lang. Und dann wird das andere Teil darauf gelegt. Ja, und dann wird das wieder ausgehärtet. Haben wir jetzt komplett voll. Dann achte ich ein bisschen drauf, dass die gewölbte Seite nach oben geht, wenn es eine gewölbte Seite gibt, weil das ist meistens dann die obere Seite gewesen. Und ich finde das oben schöner, wenn die gewölbte Seite oben ist. So rum. Dann legt ihr das einfach nur drauf. Natürlich andrücken auch ein bisschen und so. Es sollte nachher schon gut fest sein. Ich persönlich würde das jetzt, ich merke das gerade ganz schön hier an den Pfoten. Ich würde das jetzt beim Härten vorher runterdrücken. Erstmal die eine Seite machen. So ein bisschen anhärten und dann die andere Seite. Und dann härte ich das sowieso erst wieder. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das andere Teil richtig ausgehärtet ist. Dieses Teil braucht jetzt auch auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, 8 Minuten mindestens. Das andere Teil liegt jetzt schon 16 Minuten drin. Das war immer noch sehr gitschig, dass ich das eben noch weiter reingepackt habe. So, das mal erstmal runterdrücken. So. Hinterher bearbeiten tut man das immer noch ein bisschen mit Pfeile und so weiter, dass das nachher ordentlich aussieht. So, der andere ist jetzt so ausgehärtet relativ, also er klebt noch ein bisschen. Ich hoffe mal, das geht so, weil ich möchte nicht unbedingt, dass die Sachen da dran kleben. Ich habe mir diese Sache hier ausgesucht, das könnt ihr hoffentlich ganz gut sehen. So ein bisschen silberne Sterne, die regenbogenmäßig strahlen. Dann habe ich hier so einen Glitzer. Okay. Fällt schon Stern rein und der bleibt haften. Auch nicht schlecht. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. So. Rausgeholt. Ja, dieses Glitzer. Vielleicht, weiß ich nicht, 1, 2, 3 von diesen Einhörnern. Das war alles mal von Sophie and Toffee von so eine, von der Elvis-Box. Ja, also ich würde sagen, als erstes machen wir Glitzer rein. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Dieses Multiglitzer. Dann machen wir ein paar kleine Sterne rein. So, das ist echt nicht schön, dass es immer so dunkel ist. Ups, ja, einmal nicht hingeguckt, nur in die Kamera und ja. Dadurch habe ich jetzt ganz viele Sterne hier. Noch ein paar rein. Die Box war auch sehr voll. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt hier, ein bisschen. Ist alles hier vor mir rausgekommen.
Das muss ich erstmal wegräumen, das werde ich dann rausschneiden. So, jetzt habe ich das mal wieder wegbekommen. Jetzt mache ich noch ein paar größere Sterne auch mit rein. So was hier schon liegen tut auch. Ein paar größere Sorten drin sein. Machen wir die auf. Da fallen die nämlich auch gleich daneben. Die machen wir da rein. Ich versuche jetzt mal hier mit welche rauszukriegen, aber ich, nee, das wird auch nicht besser. Mache ich hier mit ganz vorsichtig. Ja, genau. So, und wieder welche daneben, weil die Döschen nämlich einfach so voll sind. Aber das ist ja kein Problem. Das machen wir wieder weg und dann machen wir weiter. So, ich glaube, das reicht aber auch an Sterne, denn es wird mir sonst zu viel. Und ich würde gerne noch ein paar von denen wieder damit reinmachen, damit ich den Shaker-Effekt eben ein bisschen mehr unterstützen tue. Ich finde die nämlich echt schön. Ich habe mir die mal bei Ali in irgendeinem Shop gekauft, ist aber schon 2 Jahre mindestens her. Habe ich aber noch nie viel benutzt. So, ihr seht dann, was ich reingemacht habe. Und jetzt mache ich das genauso wie vorher auch. Ich hoffe, ihr seht das, was ich reingemacht habe. Ja, eigentlich sieht man es ja ganz gut, würde ich sagen. So, dann mache ich das, wie gesagt, genauso wie bei dem anderen vorher. Auch wieder mit Harz rum. Ja, das machen wir weg. Das reicht auf jeden Fall. Könnte schon wieder so viel sein. Müssen wir mal gucken. Hier mache ich auch wieder die gewölbte Seite nach oben. Dann ist wieder alles dicht. Also hier geht es auch besser. Das merke ich. Die andere Form, muss ich sagen, weiß ich nicht. Damit, das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass ich die gemacht habe. Aber ich glaube, hier an, also festhalten muss ich hier trotzdem. So, gucken, ob an der Seite was rauskommt. Dass man das ein bisschen wegmacht.
bisschen schieben. Hier und da, dass das wirklich ordentlich sitzen tut. Und dann kann man sagen, okay, man drückt, es ist gut. So. Drücken wir noch ein bisschen doller auf. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Die Lampe will auch immer nicht so recht. Die hat immer Wackelkontakt. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Aber mit dieser Lampe habe ich festgestellt, geht das besser als mit meiner großen. Ich habe nämlich noch eine große mit, ich glaube, 24 LEDs oder so. So eine ganz große. Und die, weiß ich nicht, die braucht viel länger zum Härten wie die kleine hier. So, das härte ich dann auch aus und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn beide wirklich komplett ausgehärtet sind, dass wir die Oberfläche machen können. Die Oberfläche ist nachher eigentlich sehr, sehr einfach. Also, das überziehe ich einfach relativ nur mit klarem Harz, also mit UV-Harz einmal. Mache eben vorher die Sticker rauf. Ja, eben dekomäßig, so wie man eben mit UV-Harz ja, die Sachen macht. Ich finde auch UV-Harz ist einfach besser dafür. Man kann das alles wirklich auch mit Epoxidharz machen, weil ich habe auch schon einen gemacht mit nur Epoxidharz. Damals habe ich UV-Harz noch nicht gehabt. Aber es ist umständlicher. Man hat nicht so die Möglichkeiten, finde ich. Ich glaube, dass ich den damals komplett mit Epoxidharz gemacht habe. Auch das hier jetzt, das ganze Kleben und so. Oder nee, ich glaube, ich hatte damals von Doreen Beat so eine kleine Mini-Flasche. Das war auch Kleber. Harzkleber irgendwie war das. Die hat 4 Euro noch was gekostet. Waren, ich glaube, 25 Gramm drin. Die habe ich dann für sowas benutzt. Das ist eigentlich auch schon UV-Resin gewesen. Das wollte ich mal testen damals. Und dann kam ja nachher in der Boom sowieso, wo man dann bei Ali bestellt hat und so weiter. So. Ja, das härte ich jetzt in der Lampe alles nochmal richtig aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Und ja, die sind beide ausgehärtet. Bei dem ist jetzt aber das Problem, ja, keine Ahnung, es klebt irgendwie immer noch extremst. So, dass es kaum schüttelt, aber ja, es ist okay. Der hier ist richtig cool, also ist wie eine Sanduhr. Finde ich mega. Ja. Die würde ich jetzt gerne gestalten und zwar möchte ich diese Alice hier nutzen. Die würde ich gerne hier unten hinkleben, weil die ist sozusagen da durchgefallen. Ich packe den mal erstmal zur Seite. Ich würde aber gerne, lege ich mir mal so hin, erst ein kleines bisschen Harz drauf machen. Weil das ist immer besser, weil sonst kommen nachher Blasen und das sieht nicht mehr schön aus. Den drücke ich jetzt so schön fest. Das Harz auch wieder ein bisschen rausdrücken, so. Ist eben nur, dass es erstmal so da drauf ist. Das gleiche mache ich auch mit den Karten. Also ich werde mir oben auch ein bisschen Harz jetzt machen. Ich glaube, das ist jetzt mit dem Licht auch ein bisschen besser. Ich habe das Licht umgestellt. So. Es waren nämlich 2, denke ich mal, von diesen Karten hier oben. So.
Einmal da. Und machen wir noch eine weiter unten. So gefällt mir das gut. Harz gleich ein bisschen drüber machen. Der ist jetzt wirklich auch sehr, sehr, sehr schlicht gehalten. Eigentlich. Und ich werde jetzt wirklich nur noch normales, klares Harz ja komplett bis zum Rand voll machen und dann wird das ausgehärtet und ja, dann ist der fertig. Also mehr möchte ich hier gar nicht machen, weil ich das sonst zu überladen finden würde. Ich bin höchstens gerade am Überlegen, ob man oben in der Ecke oder so noch irgendwas hinklebt. Noch würde das gehen. Ist nur die Frage was. So, ich habe ein bisschen was gefunden. Ich mache jetzt keine goldenen Alice hin, sondern ich glaube, ich mache hier solche Teile hin. Das sind eigentlich Perlkappen, aber ich klebe die gerne darauf. So, da kann man dann noch ein Glitzersteinchen raufkleben und dann, ja, ist es irgendwie hübsch. Also ich mag das extrem. Ich fülle mir das jetzt erstmal komplett mit Harz auf. Ja. So. Sollte eigentlich reichen. Das verteile ich jetzt auch erst komplett. Immer schön bis zum Rand. Das sollte jetzt überall verteilt sein. Überall am Rand. Ich hoffe, ich übersehe nichts. So, und dann würde ich eben gerne da oben, das lege ich gleich schön ins Flüssige mit rein. Mache ich unten, mache ich auch eine. Und ich glaube, oben mache ich noch zwei. Ich muss sagen, das gefällt mir mit am besten so. Die sind dann nachher schön fest. Da brauche ich noch einen kleinen Stupsi. So, das kann ein bisschen laufen. Wenn ihr eine Katze hört, das ist mein Kater. Der kam gerade von draußen und der jault mich dann immer an, wenn er kommt. Genau.
So, und hier würde ich jetzt gerne noch gleich Glitzersteine drauf machen. Ist gerade die Frage, wo ich die habe. Wie lang vorhin gerade noch hin? Dann nicht. Ich habe hier Halbperlen, aber ich habe keine. Ach, da. Farblich würde ich lila. So. Drehen wir das mal, weil das dann besser geht. Damit ist das Teil fertig. Das wird jetzt wieder angehärtet, gehärtet, komplett. Und ja, das mache ich jetzt erstmal schnell einmal fertig, also das Anhärten und in die Uhr stecken und dann geht es gleich weiter. Und dann kommen wir zu dem Teil. Ich lege mal den Bogen weg, weil wir brauchen jetzt diesen. Ich glaube, das Video könnte auch ein bisschen länger werden, aber das werdet ihr dann sehen. Wenn es euch zu lang ist, müsst ihr es nicht gucken. Aber ich kann irgendwie mal keine kurzen Tutorials machen. Das kann ich einfach nicht. So, hier wollte ich gerne das Pferd unten hin haben. Mache ich auch ein bisschen hin ist wieder. Damit eben schon was da ist. So, für die Federn, den Mond. Ist erstmal schon mal ein bisschen was drauf ist. So, ich wollte das Rosane machen. So, ich nehme mal den wieder. Ist nachher sowieso noch komplett bedeckt mit Harz. Ich hoffe, man sieht das nachher überhaupt noch. Es ist auf jeden Fall, ja, weil die Sticker eben wirklich relativ durchsichtig sind. Das ist dann nicht ganz so einfach, finde ich. So, ich würde gerne eine Feder dahin machen. Der Mond. Den Mond machen wir dahin und dann mache ich nämlich noch eine zweite Feder, denke ich. Ja, dann muss ich die nehmen, ist die einzigste. Und nämlich eine, die andersrum ist. Die kommt dann dahin. So. Jetzt erstmal, dass Harz unter ist überall und dass die kleben, also ja, da sind, wo sie hingehören. So rum. So, packe ich mir weg. Dann mache ich auch hier wieder Harz oben drüber. Und jetzt werden wir erstmal sehen, ob ja die Sachen komplett verschwinden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es so ist, ist es so. Dann ist es eben ein kompletter Fail. Wäre sehr, sehr schade eigentlich. So, schön
schön überall ein bisschen drüber machen. Viel verteilt sich das ja dann schon von alleine. Was ich ihm wirklich sagen muss, man braucht ihm schon einiges an UV-Harz dafür. Falls ihr mal Blasen zwischen habt und die nicht haben wollt, könnt ihr die Blasen wegmachen mit einem Feuerzeug. Ich erspare mir das meistens, nicht immer. Kommt drauf an, ob ich die haben möchte oder nicht. Es ist auch beim UV-Harz eigentlich selten der Fall, dass wirklich Blasen, extreme Blasen da sind. So. Schön verteilen. So. Das ist jetzt komplett. Da die Ecke durch die Wand. Ja, man sieht es eigentlich doch ganz gut, finde ich. Würde ich sagen. Ja, doch. Ist eben so ein bisschen transparent schimmernd, was ich aber wirklich gut finde, so persönlich. Ich weiß nicht, ihr könnt mir auch echt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr nachher die Anhänger findet, das wäre echt cool. Aber ja, müsst ihr natürlich nicht, aber ich würde mich natürlich über Kommentare freuen. So, ich härte das jetzt noch wieder. Härte das komplett aus und dann zeige ich euch ganz zum Schluss die Teile noch einmal und ja, dann hoffe ich auch, dass euch das gut gefallen hat. Ja, genau. So, ich habe alles ausgehärtet. Ihr seht es. Ja, so sieht das jetzt aus, die Teile. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich da draus Magnete mache. Ob ich sie überhaupt weiter viel verwerten tue. Also ich möchte ganz gerne wirklich wissen, was ihr davon haltet. Also ich werde die selber noch ein bisschen schleifen, tut man die auf jeden Fall am Rand noch. Aber ich denke, fürs Tutorial reicht das. Ja, wo ich gerade sehe, dass da eine blöde Beule ist. Weiß nicht, ob man das im Video aussieht. Ich glaube ja. Da klebe ich vielleicht nochmal was hin oder so. Weiß ich mir gerade noch nicht. Ja, weiß nicht, was ihr das so sagen tut. Also ich finde den persönlich besser. Ich finde den wirklich schön. Vor allem ist eben wirklich sandummäßig, also der gefällt mir wirklich gut. Ja, ich hätte wirklich gerne Kommentare zu euch und ja, vor allem auch, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, vielleicht mache ich ja dann doch öfter mal was, so Lünetten füllen oder sowas. Ihr könnt mir auch wirklich reinschreiben, was ihr genau ihr sehen wollt. Also es wäre echt eine Hilfe, weil dann weiß ich, was ich euch zeigen kann. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, hoffe ich. Ja, genau. Bis dann. Tschüss.